Ein zweites Beispiel. Der Hamster steht vor einem regelmäßigen Berg unbekannter Höhe. Er soll den Gipfel erklimmen. Hier mal zwei Beispiele. Das sollen solche Berge sein mit regelmäßigen Stufen. Und unabhängig davon, wie hoch der Berg ist, soll der Hamster bis zum Gipfel klettern und dann anhalten. Ja, lösen wir das Problem, indem wir es in Teilprobleme zerlegen und diese Teilprobleme mit Hilfe von Prozeduren implementieren. Zunächst soll der Hamster bis zum Berg laufen. Das ist klar, weil vorn frei vor. Irgendwann stößt er dann an die erste Stufe. Und er klimme Gipfel. Das heißt, weil not vorn frei, wenn er hier oben steht, ist ja nicht mehr vorne frei, ist ja vorne frei. Immer wenn er hier auf einer Stufe steht, ist vorne nicht frei. Und wenn er ganz oben ist, ist vorne frei. Das heißt, solange wie nicht vorne frei ist, kommt noch eine Stufe und er soll die erklimmen. Und irgendwann ist vorne frei, dann ist er oben angelangt und dann kann das Programm beendet werden. Und er klimme eine Stufe, ja, das haben wir auch schon mal gesehen in einer anderen Unterrichtseinheit, ist links um, vor, rechts um, vor. Und rechts um ist links um, links um, links um. Auch das schauen wir uns mal an. Ist hier der Kletterer. Und ich lade mal einen Berg. Und wir schauen mal, ob der Hamster auch korrekt arbeitet. Er ist oben angelangt und hat angehalten. Wenn ich hier einen zweiten Berg mal öffne, lassen wir den Hamster auch wieder loslaufen. Auch da funktioniert das Programm problemlos.